Moin, ich bin Lord Helmchen von der Radelbande und das hier ist ein moderner Klassiker, das Bullet Milk Plus Steps E8000. Ich habe das Rad von einem Zuschauer ausgeliehen, der selber in der Autobranche tätig ist und der nach so vielen Jahren Autos und Autofahren einfach keinen Bock mehr hatte. Hier und dahin durch ganz Lübeck gurken. Das lässt sich am besten mit einem Lastenrad machen, auch um Teile zu holen etc. Deswegen hat er sich für dieses Bullet entschieden und ihr seht schon gleich von vornherein, das ist richtig gebraucht. Und sowas finde ich richtig cool, denn daran kann man sehen, dass Lastenräder gut ankommen, die werden jeden Tag gefahren. Manche legen mit ihren Lastenrädern mehr Kilometer im Jahr zurück als vorher mit ihren Autos. Und genauso ist das hier in diesem Fall. Das Rad ist von April 2019, also zum Zeitpunkt der Erstellung des Videos, irgendwie knapp 5 Monate alt. Und gucken wir mal, wie viel er gelaufen hat. Kilometer in 5 Monaten. Das ist der absolute Knaller. Der ist jeden Tag damit unterwegs. Dementsprechend sieht das Rad natürlich ein bisschen danach aus. Aber ich möchte euch das Rad jetzt einmal zeigen. Auch stellvertretend für alle anderen Bullets, die so unterwegs sind. Viel Spaß bei dem Video. Bullet wurde vor einigen Jahren von Larry und Harry gegründet, zwei Kopenhagenern, die zusammen das stylischste, coolste und schnellste Long John Lastenrad entwickeln wollten, beziehungsweise überhaupt das schnellste Lastenrad entwickeln wollten. Und das Bullet wird seither eigentlich von der grundlegenden Rahmenform her unverändert gebaut. Vor ein paar Jahren kam dann die elektrische Unterstützung dazu und Larry vs. Harry haben sich dann für die Integration des Shimano Steps Motors entschieden, auch in den verschiedenen Konfigurationen, kleiner und großer Motor. Hier haben wir jetzt den Steps E8000 mit der Mountainbike-Nabe bzw. der Mountainbike-Schaltung Diore XT. Gemein haben alle Bullets, dass sie einen Alurahmen haben, hier schön dicke Rohre, viele Versteifungen, das heißt der Rahmen selber ist relativ leicht und dann hier vorne eine Stahlgabel. Stahl hat den Vorteil, dass es etwas flexibler ist als Aluminium. Das heißt, wenn das Rad beladen ist, dann bollert das vorne nicht so, sondern hat noch ein bisschen Flexibilität und federt ein ganz kleines bisschen. Von vorne, von der Spitze bis hinten, ist das Rad 2430 mm lang, etwa 47 cm breit. Und wenn man sich so von der Seite guckt, in der Höhe knapp 80 cm hoch, aber das kommt natürlich auch darauf an, wie hoch der Sattel ist und wie hoch der Lenker ist. Die maximale Beladung bei dem Bullet ist inklusive Fahrer 180 Kilo. Das heißt, ich bringe jetzt 90 Kilo auf den Sattel. 90 Kilo können dann noch im Rest des Bullets zugeladen werden. Fangen wir mal hinten an bei den Spezifikationen. Hier ist eine Shimano Diore XT Kettenschaltung verbaut. Mit, sehen wir mal die Ritzel durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ritzel. Und das Ganze als DI2. Das heißt, hier ist kein Bauenzug drin, sondern das ist ein Kabel, das zum Schaltwerk geht und das wird elektrisch gesteuert, beziehungsweise elektronisch gesteuert. Hier haben wir dann einen Kupplungsmechanismus, damit das Ganze schön straff bleibt, die Kette, wenn man über Unebenheiten rumpelt. Und der größte Zahn hier hinten ist 42 Zähne groß, also eine richtig gute Bergübersetzung. Die man aber, man sieht es hier oben, die werden kaum gebraucht, die man hier oben in Norddeutschland eigentlich nicht braucht. Der Besitzer hat mir gesagt, eigentlich nutzt er nur 3 Gänge, 6, 7 und 8. Und da kommt man dann wirklich von der Ampel gut weg und kann gut fahren. Also eigentlich wäre eine Dreigangschaltung auch ausreichend. Hier vorne sehen wir den Shimano Steps Motor, den E8000. Und es fällt gleich auf, dieses ganze Paket ist relativ klein, ist relativ kompakt, deswegen auch die gute Integration in den Rahmen. Das fällt im Grunde auf den ersten Blick überhaupt nicht auf, dass da ein Motor drin ist. Gehen wir mal auf die andere Seite. Hier haben wir erstmal ein Busch und Müller Rücklicht, das vom Dynamo von der Batterie gespeist wird. Dann eine Shimano Z, kann man jetzt schlecht erkennen. Eine Shimano Z Vierkolbenbremse
hinten und vorne, 180 mm Scheibe, also der Standard im Lastenradbereich. Hier wurde jetzt ein grobstalliger Reifen aufgezogen. Sieht aus wie ein Marathon Mondial oder so. Scheibe Marathon Plus, Tour, irgendwas. Auf jeden Fall richtig gut für den Winter geeignet. Und hier sieht man schon der ganze Dreck. Aber das Rad funktioniert hervorragend, als ich hier gerade hergefahren bin. Das hat richtig geschoben. Gehen wir mal weiter nach vorne. Hier sehen wir dann die Batterie. Das ist eine 504 Wattstunden Batterie in einem kleinen Package. Das wird hier oben auch an- und ausgeschaltet, das System. Jetzt ist es aus. Und jetzt ist es wieder an. Meldet sich mit dem Piepen. Und hier oben sehen wir dann das kleine Display von der E8000. Hier kann man dann durch die verschiedenen Modi steuern. Hier mit diesen, was so aussieht wie Schalthebel, zwischen Eco, zwischen Trail und Boost. Boost ist der stärkste Modus und der macht auch richtig Spaß, also es geht richtig nach vorne. Dann kann man hier unten mit dem Knopf, kann man dann noch weitere Informationen abrufen. 593 Kilometer Tageskilometer, 4782 Kilometer insgesamt, noch 40 Kilometer Reichweite hier in dem Boost-Modus. Die Zeit die gefahrenen Stunden sind 32 Stunden. Durchschnittsgeschwindigkeit 18,2 km/h, also auch amtlich. Maximal ist er 40 km/h damit gefahren. Trittfrequenz kann man hier nachvollziehen, aber das ist jeweils der aktuelle Wert. Die Uhrzeit und jetzt sind wir wieder bei der Geschwindigkeit. Hier oben seht ihr dann die Bremshebel. Hier sind zwei Fingerbremshebel aus dem Mountainbike-Bereich verbaut worden. Und hier auf der anderen Seite seht ihr dann den Daumenhebel der Di2 Deore XT-Schaltung. Hier ist ein etwas breiterer Lenker verbaut worden mit einem sehr kurzen Vorbau. Das ist das Schöne beim Bullet, das lässt sich alles frei konfigurieren. Das ist ein ganz normaler Vorbau, das ist ein ganz normaler Lenker. Da kann man auch einen schmaleren Lenker dran bauen. Ich habe auch einige schon mit Rennradlenker gesehen, mit längerem Vorbau. Also für mich zum Beispiel, ich sitze jetzt relativ kurz darauf. Ich würde mir das Bullet so konfigurieren, dass ich einen deutlich längeren Vorbau hätte und vielleicht einen schmaleren Lenker, weil ich das auch vom Rennrad gewohnt bin. Aber die Sitzposition ist insgesamt sehr sportlich. Ich sitze schön nach vorne gebeugt. Dementsprechend auch ein schmaler Sattel, der hier verbaut ist. Hier ist noch von Saturi die Easy-Up-Vorrichtung verbaut. Also man kann hier öffnen. Manchmal ist es anstrengend, so. Und dann kann man den niedriger und höher stellen. Wenn das Canopy nicht drauf ist, dann käme man noch niedriger. Aber so, also kann ich dann nachher nicht lenken. Stelle ich mal wieder hoch. Und dann wieder festziehen. Das geht jetzt mit einer Hand nicht, das mache ich mal anders. Damit das Rad sicher steht, haben wir hier einen Zweibeinständer verbaut. Der klappt dann ganz einfach nach oben und hinten weg. Hier unten lässt sich die Lenkung so ein bisschen fein einstellen, je nachdem, was man benötigt. Steuersatz hier unten. Der Ständer ist natürlich mit einer Feder gelagert, damit er schnell hochklappt. Ja, ansonsten ist hier unten nicht viel zu sehen. Aber das Canopy ist hier unten verschraubt, also das kann auch nicht einfach geklaut werden. Das ist ganz gut. Was haben wir hier vorne? Ein Schutzblech, ein 20 Zoll Vorderrad, auch hier wiederum mit einem Schwalbe Marathonreifen in 20x1,75. Also extra Pannschutz noch. Die Shimano Z-Bremse, auch hier mit einer 180 mm Scheibe. Und dann hat der Eigentümer dieses Fahrrads auf einen Lenkungsdämpfer verzichtet. Das merkt man auch, wenn man hier lenkt. Das ist sehr, sehr leichtgängig. Die Bewegung wird direkt übertragen. Das heißt aber auch, dass man sich ein bisschen dran gewöhnen muss, an die Direktheit. Oder das ist durch den breiten Lenker ganz gut ausgeglichen. Ich denke mal, wenn man einen längeren Vorbau hat, braucht man noch nicht so einen breiten Lenker, um nicht ganz so die Schläge durchzubekommen. Oder man verbaut halt einfach einen Lenkungsdämpfer und dann ist das Ganze nicht ganz so reaktiv, aber man muss sich nicht so vor Fahrbahnunebenheiten fürchten, weil das schlägt doch relativ schnell durch. Also wenn man sich für ein Bullet entscheidet und dann sich entscheidet, okay, da müssen auch mehrere Personen mitfahren, vielleicht auch Personen, die nicht so erfahren sind, was Fahrradfahren angeht oder die nicht so mutig sind, dann ist das mit dem Lenkungsdämpfer eine gute Entscheidung, weil man dann eben leichter damit fahren kann. Eine Besonderheit hier bei der Lenkung, bei dem Lenkungshebel ist,
Der geht halt von hier unten los, unter dem Rad durch, so wie bei vielen anderen Lastenrädern auch, und macht dann einen nicht so starken Knick. Also der ist relativ weit unten an der Gabel befestigt. Das hat den Vorteil, dass es hier weniger wahrscheinlich ist, dass es hier zu irgendwelchen Verformungen kommt oder zu stärkeren Schwingungen, einfach weil der Knick hier nicht so stark ist. Hier sehen wir auch, das ist hier noch mit einer Manschette sehr gut abgedichtet. Da kann nicht viel Dreck rankommen. Das gefällt mir sehr gut, ist auch definitiv etwas, was ich bei unserem nächsten Urban Arrow verbauen werde. Eine weitere Besonderheit, die vor ein paar Jahren zu den Bulletrahmen dazugekommen ist, ist, dass sie jetzt sich für einen Riemen eignen. Also man kann den Rahmen hier teilen, einen Riemen durchziehen, und seit diesem Jahr ist es sogar so, dass der Steps-Motor sich mit einer Nabenschaltung und Riemen kombinieren lässt. Also für jeden, der Lust hat auf einen Riemen, der auf eine Kette verzichten möchte, kann das jetzt bei einem Bullet machen. Das Herzstück eines jeden Lastenrads ist natürlich die Ladefläche, und hier ist jetzt das originale Larry vs. Harry Canopy verbaut für das Bullet direkt. Hier ist ein Sitz noch mit drin. Hier kann man eine Person reinsetzen, ein Kind reinsetzen. Man sieht hier den Gurt. Der Sitz lässt sich hochklappen. Auch hier wieder der Benutzungszustand. Ich finde das hervorragend, denn so ein Rad, das muss verwendet werden, das muss genutzt werden. Und dann sieht das halt so aus. Aber die Materialien, man sieht das, da sitzt normalerweise ein Hund drin. Und die Materialien sind gut, die sind langlebig. Eine entspannte Kopfstütze, und der Sitz lässt sich auch noch in der Neigung verstellen. Hier ist ein einfacher Einstieg. Das Kind oder die Person, die da drin sitzt, die sitzt sehr niedrig auf der Straße. Hier ist das so, dass man komplett drüber guckt und dadurch auch mit der Lenkerhöhe so ein bisschen höher kommen kann. Das Canopy ist ganz gut verarbeitet, also man sieht hier einen stabilen Rahmen. Das geht hier einmal komplett rum. Also man kann hier auch drauf drücken, da verwindet sich nichts. Das heißt, der Insasse, der Beifahrer, ist sehr gut geschützt. Das Ganze ist dann hier mit einer Tür versehen. Die kann man dann hier mit einem Reißverschluss zumachen. Das ist ganz ein bisschen störrisch. So, und hier auf der anderen Seite auch nochmal. So, und hier dann nochmal ein Klett. Und dann sieht man, ist das ganz gut geschützt. Und hier oben lässt sich das auch nochmal dann runterrollen und komplett dicht machen. Zeige ich euch jetzt auch nochmal. Dann haben wir das einmal erledigt. Kann man das hier unten an diesen Haken festmachen. Auf der anderen Seite auch. So, und dann ist das komplett dicht und zu. Hier das Logo. Larry vs. Harry aus Kopenhagen. Cool bei dem Canopy ist auch noch, dass hier hinten noch so zwei Taschen sind. Eine Tasche und eine zweite Tasche, wo man alles Mögliche noch verstauen kann. So Kleinkram ist dann hier auch durch diesen Lappen gut gegen Regen geschützt. Hier kann man das komplette Regenverdeck auch insgesamt abnehmen, wenn man in einer Gegend mit besserem Wetter wohnt. Ja, und hier hat der Besitzer noch so einen Kindersitz dran gebaut. Denn hier vorne, wenn der Hund hier vorne drin sitzt, dann muss das Kind auch irgendwo rein. Und ich habe den Hund gesehen. Der ist groß und der füllt dann das hier vorne ganz gut aus. Ich werde jetzt mal meine Tasche da reinschmeißen und dann fahre ich noch mal eine Runde. Zack. Das hat eine ganz gute Spannung, ist aber auch nicht zu straff. Also gut durchdacht. Hier unten wieder anschalten. Leuchtet grün, piept einmal. Aufsteigen. So, und dann erstmal hier den Unterstützungsmodus wählen. Natürlich Boost, was anderes gibt es bei uns nicht. Das hier ist jetzt eine Kettenschaltung. Also ich kann nicht schalten, während ich stehe. Das funktioniert nur bei Nabenschaltung und dann auch nicht bei allen. Hier muss ich also bei der Deore XT rollen, damit ich schalten kann. Das ist für den Stadtgebrauch teilweise ein bisschen unpraktisch, aber ihr seht schon, der Lenkwinkel, der ist wirklich hervorragend. Also ich kann in beide Richtungen richtig weit einschlagen. Das funktioniert bei anderen Lastenrädern nicht so gut. Hätte ich nicht gedacht, dass ich hier drum komme. Nicht schlecht. Los geht's.
Also der Motor geht richtig gut los. Ich kann auch nicht im Rollen schalten, also ich muss wirklich treten. Über die Bahnschienen geht es spurtreu. Also der Motor geht richtig nach vorne. Der hat 70 Newtonmeter Drehmoment, also ein bisschen weniger als der Bosch Performance CX. Aber das Rad wiegt selber deutlich weniger als das Urban Arrow. Ich habe jetzt gar keine genaue Zahl. Ich habe auch leider keine Möglichkeit, das Ding zu wiegen. Aber ich habe es eben mal angehoben. Und das ist deutlich leichter zu schieben, zu heben, zu handeln als das Urban Arrow. Aber man muss halt auch mit der Sitzposition klarkommen. Und das könnte ein Problem werden, wenn verschieden große Fahrer damit fahren müssen. Denn hier vorne diese sportliche Sitzposition anzupassen, ist eine größere Herausforderung als bei dem Urban Arrow oder auch bei Buckfeeds oder Babu oder wie sie alle heißen. Denn, das ist auch noch mal eine Besonderheit, auf die ich jetzt nochmal schnell eingehe. So, hier kurz mal abstellen, nach hinten ziehen, zack, da steht das Rad. Denn hier haben wir eine komplett senkrechte Lenksäule. Der Sitzwinkel, der ist relativ steil, macht aber nichts, weil eben vorne der Lenker komplett senkrecht ist. Dadurch kommt man, wenn man größer ist, auch weit genug vom Lenker weg. Wenn man klein ist, ist allerdings das Problem, dass man eventuell nicht nah genug rankommt. Wir haben das Bullet Probe gefahren. Ich war total begeistert davon. Meine Frau nicht so, weil sie sich einfach viel zu sehr strecken musste. Und deswegen sind wir dann bei dieser holländischen Rahmenform und Sitzmöglichkeit gelandet. Wenn man einen Bullet kaufen möchte, dann geht das Ganze los ohne Motorunterstützung bei 2378 Euro. Wenn man ein Bullet mit Steps Motor, also mit diesem originalen Mittelmotor haben möchte, dann muss man mindestens 4650 Euro hinlegen. Und wenn man das in dieser Ausstattung haben möchte, also mit der Mountainbike-Schaltung, mit dem großen Shimano Steps Motor, dann ist man bei 5125 Euro. Das Ganze ist dann für das nackte Bike, also ohne das Canopy vorne, dafür aber mit Beleuchtung, soweit ich weiß. Also Canopy, die Sitzbank und das Board, was ganz unten ist. Ich zeige nochmal hier unten. Das kostet alles extra. Und mit der Ausstattung ist man dann etwa bei 5800 Euro. Wenn man dann noch so ein paar Details ändert, Licht eventuell oder Reifen, dann kratzt man irgendwann bei der 6000 Euro Marke. Ist natürlich ein ganzer Haufen Schotter, aber es ist halt auch einfach das Bullet. Und für dieses Rad gibt es auch somit die meisten Nachrüstmöglichkeiten. Also wenn man vorne eine andere Box haben möchte oder noch andere Kindersitze, wo zwei Kinder reinpassen oder ein anderes Regenverdeck oder wenn man irgendwas ganz anderes mit dem Bullet machen möchte. Irgendwelche Räder transportieren habe ich auch schon gesehen, die dann hier an der Seite so eine Vorrichtung hatten, wo man dann komplette Fahrräder reinhängen kann. Das lässt sich alles mit dem Bullet machen. Das Rad hat eine riesige Community und viele, viele Menschen kennen das Bullet, kennen sich damit aus und können es auch reparieren. Das Bullet ist im Grunde so der Klassiker im Bereich der Lastenräder, der geistige Nachfolger des urtümlichen Long Johns aus Dänemark. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so ein kleiner Traum von mir, dass ich irgendwann mal auch vielleicht neben dem Urban Arrow, das dann nur noch meine Frau fährt, dann selber so ein Bullet fahren kann oder mein eigen nennen kann. Gefahren bin ich es ja jetzt. Ich bin auch in Kopenhagen vor ziemlich genau einem Jahr ein Bullet mit der elektrischen Nabenschaltung Probe gefahren und mit dem Steps Motor. Das war ähnlich, aber bei diesem Gerät ist es jetzt so, dass man auch überhaupt keine Probleme hat, deutlich über 25, 26, 27 km/h dauerhaft zu fahren. Kleiner Einschub. Ich bin das Rad jetzt noch mal ein bisschen gefahren, nachdem ich das Video gedreht habe. Das ist jetzt in dem Video, aber ihr werdet verstehen, worum es geht. Der Motor hier, das kleine little Ding, das zieht richtig gut nach vorne. Hat den Vorteil, dass die Schaltung nicht so viel Verlust hat.
weil man ist rasend schnell auf 25, dann arbeitet der Motor natürlich nicht mehr mit und dann muss man aus eigener Muskelkraft fahren. Also ich bin völlig durchgeschwitzt, weil ich die ganze Zeit so zwischen 25 und 30 km/h unterwegs bin. Aber das macht tierisch viel Spaß. An die etwas nervöse Lenkung am Anfang gewöhnt man sich sehr schnell. So, jetzt fahren wir es mal ohne Unterstützung. Oha, gleich im 9. Gang angefahren, das ist natürlich dann ein bisschen schwierig, ne? Aber da muss man deutlich weiter runterschalten, wenn man ohne Unterstützung schnell vorankommen möchte. Aber selbst das funktioniert ohne weiteres. Da merkt man einfach, dass die Kettenschaltung deutlich effizienter ist als eine Nabenschaltung, wie zum Beispiel die Enviolo. Hier habe ich überhaupt kein Problem, so auf 20 km/h zu kommen. Das ist natürlich dann der Vorteil, dass dann die Reichweite von dem Motor noch erhöht wird. Denn wenn der Motor nicht mehr unterstützen muss, weil man zu schnell fährt, jo, dann erhöht sich halt dementsprechend die Reichweite. Ja, für wen eignet sich ein Bullet? Ich würde mal sagen, für alle, die mit ihrem Lastenrad möglichst sportlich unterwegs sein wollen. An dem Bullet ist das Schöne, dass man das gar nicht mal unbedingt mit Motor fahren braucht, denn es ist selber relativ leicht, man kommt schnell in Gang. Die Kettenschaltung ist jetzt nicht unbedingt alltagstauglich, wenn das Rad jeden Tag draußen steht, wenn man dem nur ein Minimum an Pflege angedeihen lassen möchte. Aber wenn man wirklich so den Fokus hat, ich möchte auf meinem Lastenrad genauso sportlich unterwegs sein wie auf meinem Rennrad, wie auf meinem Mountainbike, dann sollte man dieses Rad definitiv in Betracht ziehen. Etwas schade finde ich bei dem Original Canopy, dass es nur für ein Kind vorgesehen ist, aber dafür lässt sich damit auch ein großer Mensch transportieren und das probiere ich jetzt einfach mal aus, weil es wurde mir gesagt, dass es geht und was geht, sollte man auch machen. Ja, funktioniert. Ist nicht so ganz angenehm, aber funktioniert immerhin. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, stellt eure Fragen in die Kommentare und abonniert den Kanal, wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radlbande das nächste Mal auf Tour ist. Ciao. Und das hier ist das Larry vs. So, ich bringe das heißt, ich will Laderaumlängen einmal in. Gibt es dann noch in verschiedenen Laderaumlängen. Aber dafür lässt sich